Ist von dir los. Geht doch. War das so schwierig? Nö. Oh, das auch nicht. Na komm. Okay, auch weg. Ich mach das einfach, weil ich Hoffnung habe, dass es vielleicht einen Erfolg gibt oder es mir das irgendwie leichter macht. Das ist doch widerlich. So viele Leute. Okay. Brauche Munition! Hat keiner, ne? Hat keiner Munition übrig für mich. Das ist so klar. So. Jetzt habe ich dafür auch keine mehr. Toll. Der nächste Kampf könnte spannend werden. Mhm. Schon, du bescheuerter. Ja. Immer höflich zum Lancer sein. Der Lancer ist dein Freund. Ja, wenn du sonst keine weiteren Freunde hast, der Lancer ist dein Freund. Er ist dein einziger Freund in einsamen, stillen Nächten. Oh, Sequenz. Ich ahne nichts Gutes. Also ja, noch mehr davon. Kacke. Oh, Markus guckt schon so. Mach die Taschenlampen aus, Mann. Was ist das? Das Vieh folgt uns schon eine ganze Weile. Oh. Ich kümmere mich drum. Was? Wie? Ja, das klappt. Ja. Wenn du stürmt, schaltet ihn aus. Verstanden? Verstanden. Okay. Das ist gar nicht gut. Ich hoffe, du weißt, was du machst, Markus. Was zur Hölle ist das? Ah, scheiße, Markus! Das tat weh. Oh nein, 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 nein. Was? Ach, die nehmen die gefangen praktisch. Krass. So entführen sie dann die Leute. Hammerhart. Wir haben noch keine Chance mit so ein paar Holzdingern gegen die. Oh Gott, verdammt! Und jetzt? Wir müssen uns im Kampf gegen die Dinger helfen und meine Mutter retten. Was zur Hölle machen wir jetzt? Das Ding, ich fasse es nicht. Es hat ihn verschluckt. Komplett. Genug, das reicht. Naja. Er ist weg. Aber er ist nicht tot. Richtig. Sie entführen Menschen und benutzen sie. Wir wissen, dass der Prozess eine Weile dauert. Also lasst uns meinen Vater finden. Mhm. Wir brauchen ihn. Und wenn wir ihn nicht zurückholen können? Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Scheiße. Okay. Und was jetzt? Gehen wir dahin, wo sie ihn hinbringen. Und wo soll das sein? Da, wo er uns hinführen wollte. Die Locust-Grabstätte. Ja, ich glaube auch, dass es da ist. Also zumindest finde ich es logisch. So. Suchen wir einen Ausweg und das Ding, das mein Vater hat. Mhm. Kannst du bitte damit aufhören? Das stört mich. Munition. Na ja, gut, ich hätte jetzt gerne die Lancer wieder. Und dann, ja, nehmen wir erstmal das hier. Auch so. Was haben wir denn hier? Ich mach das mal kurz. So. Leute, hier lang. Okay.
Okay, hier ist auch wieder so ein Zeug. Ach, da geht's nach draußen. Yay! Ich habe keine Ahnung, was wir bezüglich dieser Viecher machen wollen. Echt keine Idee, ne? Und vor allem, warum ist das alles so mega verlassen? Also warum sind hier nirgendwo mehr Menschen? Also es kann nicht sein, dass so viele Städte verlassen wurden. Ja gut, Markus hat es ja schon gesagt. Na, ja, sind immer noch da. Toll. Sonst würden sie tiefer ins Fort eindringen. Aha. Dann tun wir das auch. Yay. Ich finde, das ist kein guter Plan. Oh Gott. Kacke, noch eine Mann. Von diesen Kapseln. Oh, das hat sich schon verändert. Alter, das sind Maden. Alter, die sind anders. Okay. Drängt sie weg! Was zur Hölle sind das überhaupt für Dinger? Richtig schnell, das sind die! Richtig. Ja, yeah, aber sie können das nicht leiden mit der Kettensäge. Yeah. Ja, ich säg mich durch euer Fleisch durch. Ausweichen aus! Ja, können den. Ich brauche nicht ausweichen. Ich warte. Und noch ein. Links. Siehste, so macht man das. Ja, können den. Wir warten noch. Oh, sehr schön. Mein Ratschlag. Sieh gut aus. Passt bloß keine Kapseln mehr an. Die sind überall! Okay. Dann lassen wir das mit den Kapseln. Nicht tot! Oh, da kommt einer. Ah, ich glaube, Schrotflinte ist ganz okay, wenn man schnell im Zielen ist. Das ganze Blut. Monster entführen Menschen, Viecher springen aus Kapseln. Ja, und kein Plan, was zum Teufel hier los ist. Kann ich da nicht rein? Ich nicht die Einzige. Kann ich die Tür aufmachen? Nee. Aber hier kann ich anscheinend rein. Da kommen schon die Kamera rein, oder? Nee, kann man auch nicht. Na gut, anscheinend ist doch nichts drin. Hier, guck mal, ein Chorsoldat. Hat die Chor erwischt. Lassen sie eigenen Leute einfach verrecken hier. Krass. Übel, das alles voll hinter den Mauern, ne? Ein riesiger lebender Gammel. Organismus. Übel. Oh, warte mal, ist das nicht. Ne, ich dachte, er legt noch eine Knarre, aber. Das kannst du vergessen. Hier ist noch was. Boah, nee, ne? Ist das okay? Ich glaube schon, aber hier unten ist jede Menge von der Scheiße. Der kommt runter und helft mir. Hoch? Nein, ihr müsst runterkommen, aber passt auf. Aha. Ich würde sagen, ganz nicht übertrieben. Vorsichtig. Passt bloß auf. Mega. Wir müssen hier raus. Vorsichtig. Und bitte hör auf, mich anzuschreien. Das macht mich aggressiv und nervös. Und ich mag es nicht, in so einer Situation nervös zu werden. Das ist Kacke. Diese echt? Kapseln sind Brutkammern, in die wir gesteckt werden. Und sie kommen raus. Wir müssen meinen Vater finden. Und zwar schnell. Jop. Wirklich richtig, richtig schnell. Na toll. Jetzt also Schleimtüren. Ich, Vorsicht. Nehm erstmal das hier. Ist hier noch irgendwas? Nee, aber die Munition ist wichtig. Die ist wichtig. Schneiden wir uns durch den Schleim. Ja, klar. Natürlich. Wie sonst? Ich hab was in den Mund bekommen. Und wie schmeckt es? Wie soll es wohl schmecken? Wahrscheinlich eklig. Es schmeckt jedenfalls erbärmlich. Und jetzt regnet. Hey, was war das? Hä? Komisch. Oh, oh. Das ist er.
Los, hinterher! Noch mehr von den verfluchten Dingern. Scheiße. Ich hab was für dich. Ich tot aus. Ich hab eine Kettensäge. Ich muss warm laufen. Zu Erfolg. Kille 300 Viecher mit der Kettensäge. Spart aus der Munition. Oh Mann, das war meiner. Kommt noch mehr? Ich bin bereit. Okay, anscheinend nicht. Wollen wir weiter nach vorne gehen? Ich nehme mal die Kettensäge, ne? Ihr feigen Hühner. Hallo, komm her, komm her, komm her. Hol dir deine Portion Kettensäge ab. Hol, na komm. Sind wir sie los? Glaube schon, ja.